Ja, willkommen zurück und wir machen direkt da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und schmeißen uns hier direkt einen Spelunker Potion rein. Na, der Molten Fury kann eigentlich weg. Und dann geht das los. Da hätten wir Kupfer, wie das aussieht, das scheint dann wohl das Palladium zu sein von der Farbe her. Ja, das wäre Palladium. Gut, dann wissen wir schon mal, wie das aussieht mit dem Spelunker Potion. Man hätte jetzt natürlich auch einfach nur auf den Metalldetektor gucken können und dann haben wir schon gewusst, was das ist. Oh, wir haben jetzt immer noch Palladium in der Nähe. Und da ist nochmal Palladium. Und ein bisschen Emerald. Dann machen wir doch da direkt hin. Der Spelunker hält schließlich auch nicht ewig. So, haben wir jetzt noch irgendwas in der Nähe? Eine Kiste. Ah, es ist ja nun jetzt nicht sonderlich interessant mehr. Obwohl vielleicht eins, zwei Accessory-Teile noch drin sein könnten. Vielleicht sogar noch nützlich sein könnten. Die gehören nicht dazu. Die Regeneration Potions allerdings können wir auf unsere drauf stacken. Gut, und dann können wir direkt weiter. Was haben wir denn hier jetzt? Eine Possessed Armor, wo kam die denn? Den machen wir hier einfach mal direkt zu. Dann springt uns nichts mehr auf den Kopf. Oh, das waren die Buff-Tränke. Das wollte ich doch. Ich wollte eigentlich einen Heiltrank nehmen. Da unten haben wir noch Palladium. Was ist denn das Grüne hier? Ist doch eigentlich Kobalt, was so grünlich ist. Mithril scheint das dann wohl zu sein. Oh, okay. Gut, dann brauchen wir erst die Palladium-Spitzhacke. Oh, dann können wir hier direkt weiter. Gucken wir hier noch mal kurz rein. Nichts drin, was wir brauchen könnten. Dann direkt weiter. Da ist noch mal Palladium und da ist auch noch Mithril.
Eine Trifold Map. Ah, die haben wir schon. Aber man will sich jetzt nicht beschweren. Der könnte sogar Magic Quibble für uns haben. Was jetzt im Moment auf Jojo natürlich nicht viel bringen würde. Für Bögen allerdings sehr zu empfehlen. Eine Truhenstatue, das ist natürlich Quatsch. Steinblöcke kann man immer gebrauchen. Da kann man den Dreck langsam mal rausnehmen. Kupfer braucht man weiterhin nicht. Braucht man nicht, braucht man nicht. Rubine. Ja, die heben wir mal auf. Vielleicht wollen wir uns ja dann irgendwann mal einen Zauberstab bauen. Obwohl, das Gold hätte man eigentlich aufheben können für Spelunker Potions. Apropos Spelunker Potion. Direkt weiter runter. Unter Wasser atmen können wir leider noch nicht. Sollten wir uns also etwas zurückhalten. Da hinten ist direkt Palladium. Wunderbar. Gehen wir dahin. Da haben wir noch ein bisschen Palladium. Und jetzt nicht sonderlich viel, aber im Moment hilft jeder kleine Rest. Hier machen wir mal zu. Die Spinnen räumen da schon etwas auf. Oder die ist ja, glaube ich, nur noch eine Spinne. Zwar schon mal besser als die Imps, aber leider immer noch nicht so, so aggressiv und aktiv wie spätere Beschwörungen. Und da haben wir Mithril, Mithril. Hier könnte man dann also direkt gleich nochmal lang für Mithril, sobald die Spitzhacke da ist. Da ist nochmal Palladium. Da graben wir doch einfach mal direkt drauf zu.
Da haben wir noch schön groß Palladium noch mal rechts. Allerdings wollen wir die Seele da jetzt nicht wirklich liegen lassen. Die nehmen wir uns mit. Oh, da unten ist auch noch mal Palladium. Na, da kommen wir schon noch hin. Was ist das denn? Oh, eine Mimik. Eine große. Huhuhu. Ach du. Oh. Oh mein Gott. Die macht einfach durch das alle Zeug alles durch. Das ist interessant und unpraktisch. Vor allem unpraktisch. Ah, ach, ich dachte, die war so schön eingeschlafen. Schlaf wieder ein. Nein, schlaf wieder ein. Schlaf wieder ein. Du, ach, zu spät. Ah, dann können wir das Palladium wohl nicht mehr mitnehmen, aber wir wissen jetzt wenigstens, wo es ist. Gucken wir mal, wie viel haben wir denn? Crimstone? Nein, nein, nee, nicht ganz, was ich suche. Topaz, wo ist denn unser Palladium-Erz? Ah, da. 196, ja, das reicht definitiv für eine Spitzhacke bzw. einen Drill. Der Händler. Haben wir es denn dabei? Gatligator? Nein, nicht ganz. Katana? Nein, hat der leider nicht dabei. So, da sollten wir doch jetzt 130 Pickaxe Power. Gut, wir sollten uns aber vielleicht erstmal etwas defense-technisch aufbessern und dann können wir trotzdem noch den Drill machen. Das ist wunderbar. Dann kann der weg und das kann angezogen werden. Der Set-Bonus sollte dann jetzt Lebensregeneration sein, genau. Die Molten Armor kann dann auch weg. Der Philosopher Stone können wir hier reinpacken. So, die. Ach ne, die Trifold mit Comeback. Davon haben wir alle eine. Die können erstmal noch hier bleiben. Der Pixie Staub bleibt auch da. So, wo haben wir unseren Goblin? Da haben wir unseren Goblin. Wir wollen hier natürlich nicht in den Shop, sondern zum Reforgen. Und noch ein klein wenig. Geschwindigkeit. Ja. Keen Damage Cellulose auch nicht. Demonic sicher nicht. Kriegt ihr immer nur das Gleiche hier. Ich glaube, da gibt es nicht sonderlich viele Optionen. Dann lassen wir das einfach so, wie es jetzt ist. Dann ist das eben so. So, aber dann können wir jetzt das Mithril mitnehmen. Wir waren
hier lang gegangen. Oder bin ich ja hier schon richtig? Nur ohne den Stast, eine Mumie. Warum verlieren wir denn gerade Herzen? Ohne Fast Clock, wunderbar. Das ist genial, da haben wir schon mal das eine Teil. Brauchen wir nur noch das Megafon. So, hier war doch dann jetzt gleich irgendwo das Mithril. Da haben wir es doch schon. So, und hier war doch auch noch irgendwo Mithril, aber ich glaube, das hatten wir noch gar nicht freigelegt. Und das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, wo das genau war. Aber vielleicht sehen wir es ja einfach so beim Langlaufen. Das wäre natürlich super. Und wenn nicht, dann gehen wir ganz einfach in das Crimson Beat zurück und holen uns da noch das Palladium. Außer natürlich, es wartet wieder die Mimik auf uns. Die kriegen wir noch nicht wirklich tot. Was ist denn? Ach, das ist die Lebensregeneration von der Rüstung mit den Herzen. Alles sieht natürlich nicht schlecht aus. Verwirrt nur ein klein wenig, wenn man nicht weiß, was es ist. Oder warum es da ist. Wo ist denn. Ach! Hallo, Zauberer. Den hat es natürlich direkt zerlegt. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Der kommt ja dann einfach wieder neu. Dann gehen wir einfach mal hier rüber. Könnten uns natürlich auch ein paar Spelunker-Potions machen, nur leider fällt mir das Rezept dazu jetzt einfach mal überhaupt nicht ein. Oh, hier haben wir noch Mithril. Oh, eine Mimik, eine kleine zum Glück. Hat ein Dual Hook. Ja, den brauchen wir jetzt nicht wirklich. Ein Dual Hook haben wir zum Glück schon. Hat uns ja netterweise der Skeletron spendiert. Ja, hier, das haben wir schon abgebaut. Hier hinten war doch noch irgendwo Palladium. Wenn ich jetzt noch wüsste genau, wo das war, würde das die Sache vereinfachen. Ein
Tiefenmesser. Na, den brauchen wir nicht mehr wirklich. Wir haben ja schließlich auch schon unser Cellphone fertig. Was ist denn das? Den Gegner hatte ich ja noch gar nicht gekannt. So, ich würde sagen, gehen wir mal direkt zurück, sortieren das jetzt alles so ein bisschen. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir noch Mithril. Ja, das nehmen wir natürlich noch mit. Das sah für mich quasi aus wie Eisen, da habe ich das gar nicht realisiert, dass ich hier drauf stehe. So. Warum habe ich mich jetzt hier eigentlich hingebaut? Ich wollte doch eigentlich zurück. Und dann beenden wir die Folge hier auch direkt mal. Und ich werde dann erstmal das Inventar ein bisschen aufräumen und nochmal gucken wegen den Spelunker Potions. Ja, und wir sehen uns bei der nächsten Folge.